willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich will heute als allererstes den Hühnerstall mal ausmisten. Das mache ich jetzt wieder mit der Schaufel hier, die ich letztens gebaut hatte. Also wir fahren gleich mal zum Hühnerstall hin, dann seht ihr das. Und ja, schaufeln das da rein und dann werde ich das bloß auskippen. Also ganz einfach, ich werde hier nicht in die Erde reingehen mit der Schaufel. Aber nichtsdestotrotz, dafür habe ich die Schaufel auch gebaut, um den Hühnerstall ein bisschen besser ausmisten zu können, weil da immer ein bisschen was anfällt und zwei, dreimal mit der Schubkarre über den Rasen laufen, die Hälfte verlieren. Darauf habe ich keine Lust. Ja, das machen wir mit dem Schlepper hier. Mit dem 432. So, erstmal raufklettern auf die Maschine. Hinten haben wir ein Kontergewicht dran, ein Heckgewicht. Für die Frontlader arbeiten, damit er ja, hinten nicht hochkommt, beziehungsweise ein bisschen mehr Gewicht auf der Hinterachse hat, sonst burnen die Reifen hinten durch. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen vorglühen hier. Erstmal kriegt ihr ein bisschen Standgas. Ja, die ET hat ja ein doppelwirkendes Steuerventil und ein einfachwirkendes Frontlader. Doppelwirkende hatte ich ja nachgerüstet, habe ich erzählt. Der Heckel drollig hoch. Ja, dann geht's zum Hühnerstall. Ja, der IRC, der hat ja auch so eine Art Akriomatikgetriebe. Ja, das waren die Anfänge der Akriomatik. Und hier ist es wichtig, wenn er kalt ist, dass man auf jeden Fall die Kupplung löst, der Akriomatik. Also, dass sie keine Verbindung hat zum Getriebe, zum Schaltgetriebe. Damit der Motor nicht in die Knie geht, wenn er warm läuft. Das Öl erstmal warm wird. Ja. Eigentlich schon bevor man losfährt, aber wer soll so lange warten? Ich bin hier jetzt bloß langsam gefahren. Weil sonst geht der Motor ziemlich in die Knie. Wenn die jetzt drin ist, jetzt ist die Kupplung verbunden. Da hat der Motor so zu kämpfen, weil das Öl natürlich ziemlich dick ist. Anfang. Und so läuft er frei. War schon mal wichtig über den Schlepper. So, hier sind wir im Hühnerstall. Ja, und wie man sieht, er ist schmutzig. Wir wechseln so alle, sagen wir mal, zwei Wochen das Stroh hier. Wir haben genug davon. Und ja, legen die Reihchen. Ganz brav. Da ist einer am Arbeiten, eine Mitarbeiterin. Ja, dann kommt das von hier aus. Da natürlich in die Schaufel rein. Das ist am einfachsten, bevor ich mit der Schubkarre hier erstmal hin und her fahre. Ja, hier ist meine Freundin Anke. Die hilft mir mit. Ist immer dabei. Und jetzt wollen wir zusammen den Hühnerstall hier mal ausmisten. Als Feierabendarbeit. So, neue Stroh drin. Die sind jetzt dabei, kratzen es alles zur Seite, weil sie denken, sie finden noch einen Korn. Hühner wieder glücklich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal ausmessen.
Ja, das war's schon wieder. Ich habe für diesen Blog aber noch ein kleines Highlight als Special so gesehen, obendrauf. Und zwar der Landwirt, der unsere Koppeln gepachtet hat hier, der hat so eine Heutrocknungsanlage. Und ja, wenn das Gras dann eingefahren wird, beziehungsweise das Heu, dann kommt das immer noch mal da oben rein, in diese Anlage, damit das dann dementsprechend noch ein bisschen trockener wird und eine richtig gute Qualität hat. Ja, und das habe ich jetzt als Special letztens, wo er ihr Heu gemacht hat, nicht bei uns, Bananenkoppel, das ist bloß Rindergras gewesen, habe ich das gefilmt mit der Drohne. Das Mähen haben wir jetzt nicht gefilmt, da hat er uns aber ein paar Zehen zur Verfügung gestellt, die mit dem Handy aufgenommen hat. Das Heuwenden, Schwaden und Einfahren mit dem Ladewagen in die Halle haben wir aber aufgenommen mit der Drohne, da sind ein paar gute Zehen entstanden, die blende ich gleich mal ein. Und ja, seine Frau, die ist dann mit dem Kran, die haben in der Halle einen Kran, die ist dann da zugange und ja, nimmt das dann auf, nachdem er es abgeladen hat, abgekippt hat. Und dann wird das in große Behälter reingesetzt, sage ich jetzt mal, reingelassen, wo dann vor Ort Luft eingeblasen wird und das getrocknet wird. Ja. Und das, was jetzt das gemacht hat, das ist Rindergras, das nimmt nur zur Fütterung seiner Tiere. Aber wir haben noch Pferdegras, das ist zum Beispiel auf unserer Koppel, was wir im Hintergrund sehen hier, das ist richtiges Pferdegras mit Klee und so einem Kram und ordentlich Kräuter drin, was gut ist für die Tiere. Ja, und das Besondere halt ist, dass er diese Heutrocknungsanlage hat und die hat er jetzt seit was weiß ich, 2 Jahren ungefähr hier stehen, aufgebaut, die hat auch dementsprechend gekostet. Ja, und die ist jetzt eingefahren, sagen wir jetzt mal so, die haben die Erprobung jetzt raus und funktioniert jetzt richtig gut. Das zeige ich jetzt gleich mal im Video, blende das ein. Und sage in dem Augenblick auch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Schalte auch gerne wieder beim nächsten Blog ein. Mal gucken, was ich denn wieder vorhabe. Ich filme das ja immer so ein bisschen zwischendurch. Und dadurch, dass ich mal vorangestellt bin, kann man sich die Arbeit so ein bisschen selber einteilen, die Termine, wie einem das dann halt passt. Und seine Freizeit so gesehen planen, sagen wir es mal so. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Gucken des kleinen Videos, was ich zusammengeschnitten habe, nochmal im Anschluss jetzt.